Willkommen zurück zu Spellforce 3 in Falornsheim. Und ja, es ist besetzt worden von Soldaten. Und wir müssen jetzt Clara müssen wir es finden. Wir wissen etwa, wo sie ist. Und wir greifen sofort an. Gehen wir es an. Macht euch bereit. Ja, die sind natürlich deswegen, sind natürlich super einfach hier zu besiegen, weil wir ja auch den Schwierigkeitsgrad runtergestaubt haben. Das wäre wahrscheinlich komplett für den Arsch gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Ja, alles. Deswegen bin ich schon durchaus zufrieden. Wir bekommen ja trotzdem durchaus gut Schaden von denen. Interessant. Also. Warum nicht, ne? Oh, der. Verstanden. Wie das hat es bemerkt. Ich werde es schnell machen. Stirbt alle. Verstanden. Oh ne, das ist einer von uns. Oh, die haben jetzt alles schön ausgerottet, ne? Wie ihr wünscht. In Ordnung. Oh ja, oh, da zumindest da eine Laubpause drin. Immerhin. Aber die da heben, ne? Also. Wobei. Nein, die kann sie nicht. Zwerg und so weiter so vorne. Wie er befehlt. Verstanden. Bleib stehen. Wir sollten weiter. Wir bereuen. Braucht ihr was? Ein paar Fähigkeiten hier einsetzen. Ja. So haben wir sie denn. Macht euch bereit. Da drüben hin? Gut. Ja, dann haben wir jetzt hier alle gut, warum nicht? Besiegt. Ist keiner mehr da. Macht euch bereit. Gut, außer jetzt die da, aber. Oh nein! Oh nein! Die laufen jetzt wirklich außen rum. Wird schon schief gehen. Die Wegfindung ist ziemlich. Ja, jetzt kommen sie, jetzt haben sie es gemerkt, jetzt kommen sie wieder Macht zurück. Macht euch bereit. Gehen wir es an. Ich werde euch beschützen. Okay. Sicher doch. Dann wollen wir mal jetzt hier diese Festung stürmen da. Oder dieses Fort, was sie da aufgebaut haben. Was zum Hilfe! Na, du hast gesprochen. Charaktere, die Reden sind immer sehr wichtig. Gehen wir es an. Blut. So. Blut. Okay, Wird schon schief gehen. Mehr Gekämpfe? Nimmt das denn nie ein Ende? Ah, hier ist offen. Okay, ja gut, dann. Macht euch bereit. Na schön. Mach mal auf hier.
Ich rum. Es wird blutig. Gut. So, da ist sie doch. Aber bevor wir die retten, also ich meine, wir haben ja noch was zu tun. Weithändig. Weithändig ist immer so ein bisschen, ne? Okay, ja. Wir werden noch, genau, sind noch keine Ringe. Ja, auch noch nicht. Komm, er bekommt mal einen Ring hier. Wie sieht das aus? Das Ding, das ist ein Kettenhemd. Das sieht aus, als wäre es kein Kettenhemd, aber das ist ein Kettenhemd. Soll ich das tragen? Ich meine, ich bin Magier, ne? Eigentlich sollte ich ja eher so Stoff tragen oder so. Aber... sie kann das tragen. Aber... vielleicht kann ja auch sie mein Zeug tragen. Dann ist es ja auch, glaube ich, eine Verbesserung für sie. Ja. Ich leg das mal an. Und sie bekommt dann das hier. Ja, kann man so machen, ne? Sieht auch ein bisschen mehr aus wie so ein Kampfmagier, ne? Ja, das ist schon, das hat schon seinen Style. So, es ist natürlich mit der Waffe. Kann keiner, okay. Elfenglück. Ist aber ein Schwert, ne? Macht aber auch weniger Schaden als mein Stab. Also ist sowieso. Also die trägt ja eh sowieso Bögen. Er. Es wird beidhändig, ne? Wahrscheinlich wird es eh sowieso irgendwann darauf hinauslaufen, dass. Ja, und sie hat ja diesen Skill, ne? Okay, dann ist das so. Schon ganz in Ordnung. Und dann befreien wir mal Clara, wenn die das dann noch ist, ne? Ah, schauen wir uns das mal an. Ich hatte da so ein Gefühl, dass ihr es seid. Ihr wisst wahrlich, wie man mit Stil im Bild erscheint, Liebchen. Geht es euch gut? Haben sie euch wehgetan? Nur ein paar Kratzer. Keine Bange also. Trotzdem schön, dass ihr mal wieder gekommen seid, um einem alten, wehrlosen Weib aus der Klemme zu helfen. Gerne doch. Also, was zum Henker ist hier passiert? Warum hat die königliche Armee euer Dorf angegriffen? Könnt ihr euch das nicht denken? Weil sie uns gefolgt sind. Korrekt. General Noria höchstpersönlich, um genau zu sein. Ich muss zugeben, dass er seinem Ruf gerecht wird. Er kam einfach hier reinmarschiert, die Hand auf dem Schwertgriff, und hat gedroht, uns alle zu töten, wenn wir ihm nicht sagen, wo ihr seid. Habt ihr es ihm gesagt? Natürlich nicht. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm erzählt habe, dass ihr schon weitergezogen seid. Es wäre fast lustig gewesen, wenn er nicht kurz darauf angefangen hätte, unsere Wachen zu töten. Das ist natürlich doof. Was ist mit den Dorfbewohnern? Sie könnten ihm von Mulandir erzählt haben. Wenn sie es denn wüssten. Ich weiß, wann ich meinen Mund zu halten habe, Liebchen. Und wo ist er jetzt? Verschwunden. Nachdem ihm klar wurde, dass er euch hier nicht finden würde, ist er davongeritten, als hätte er einen lodernden Feuerball im Hintern. Ich glaube, er ist nach Osten geritten, aber ich bin mir nicht sicher. Wie auch immer. Erinnert ihr euch noch, als ich meinte, dass ich demnächst eure Hilfe benötigen würde? Ich dachte nicht, dass es schon so bald sein würde. Aber offensichtlich lag ich falsch. Ja, aber genau deswegen sind wir ja hier. Wir brauchen... Unterstützung. Verbündete. Wir brauchen Verbündete. Das ist das richtige Wort. Wir würden euch gerne helfen, aber wir werden auch eure Hilfe benötigen. Diese einflussreichen Freunde, von denen ihr uns erzählt habt. Meint ihr, sie können uns Truppen stellen? Ja, das meine ich.
Und mein Angebot steht nach wie vor. Helft mir und ich helfe euch. In Ordnung. Was braucht ihr? Ganz einfach. Wir planen schon seit einer Weile, das Dorf zu verlassen und nach Immerlich zu ziehen. Hier ist es schlichtweg zu gefährlich geworden. Und nach dem, was euer ehemaliger General hier angerichtet hat, gibt es auch keinen Grund mehr, das Unvermeidliche weiter hinauszuzögern. Wir müssen verschwinden. Immerlicht? Das ist eine lange Reise. Und eine gefährliche. Deshalb brauchen wir Geleitschutz. Gilbert und ich haben schon vor einer Weile begonnen, eine Karawane mit dem Notwendigsten vorzubereiten. Was ihr also tun müsstet, wäre, die Dorfbewohner zu befreien und hierher zu schicken. Sobald alle versammelt und in Sicherheit sind, brechen wir auf. Okay. Warum hat General Noria überhaupt befohlen, die Dorfbewohner gefangen zu halten? Ich verstehe das nicht. Tja, ich auch nicht. Vielleicht glaubt er nach wie vor, dass sie etwas wissen, das sie ihm noch nicht erzählt haben, und plant, sie weiter zu verhören. Gut, dann bleibt, wo ihr seid. Wir kümmern uns um die Dorfbewohner. Dorfbewohner. Okay, wir haben hier oben nicht die Leiste bekommen, ne? Also wir sind nicht im Baumodus. Redet mit den Dorfbewohnern. Mit ganz vielen Ausrufezeichen komplett auf der Map verstreut. Yo. Mhm. Geil. Ach, hier sind ja noch welche. Hierher! Guck mal! Hier ist der Taha, den ihr ja so sucht. Und ihr werdet dich erleben, wie er hier die Welt rettet. Macht euch bereit. Warum ist da. Ach so. Tiaras Atem. Ihr seid doch. Korporal Taha, ja. Alles in Ordnung? Naja, wie man's nimmt. Diese Bastarde haben hier gewütet wie die Trolle und sie haben die Bürgermeisterin gefangen genommen. Die Bürgermeisterin ist in Sicherheit. Sie hat uns beauftragt, die Dorfbewohner zu befreien und zur Karawane zu bringen. Wir fliehen nach Immerlicht. Wurde ja auch langsam Zeit. Gut, dann helfen wir euch. Was für ein Irrsinn, wirklich. Die königliche Armee sollte doch eigentlich auf unserer Seite stehen. Los, Männer. Achso, jetzt haben wir die. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, gut. Ja, gut. Ja, nehmen wir so hin, ne? Ja. Zack. Nee, wie war das? Wenn ich jetzt. So mache? Dann so, ne? Dann sind die ja drin. Ja. Genau, wenn ich das mache. Ja, genau so war das. Ja, das brauchen wir natürlich nur, wenn wir neue created haben, ne? Wenn wir neue created haben und dann die irgendwo anders sind, dann bringt uns das erst was. Sicher doch. Alles klar. Diese Methodik. Verdammte Rüstung. Redet mit den Dorfbewohnern und optional befreit die Bürgerwehr. Ich wüsste jetzt nicht, wo die Bürgerwehr ist, aber... Verstanden. Wenn wir zu der hinkommen, vielleicht, ja, kriegen wir es hin. Ja, nicht. Attack! Merke, Kämpfer! Nimmt das ja nie ein Ende! Gut! Verstanden. So. Ein bisschen. Oh, das ist ein. Oh. Also erstmal hier die Dings hier. Und das ist ein Schild. Sieht's aus. 16%. Das ist schon geiler, das Schild, ne? Das ist schon. Ne? Aber Konstitution 7, wie viel hat er? 6, okay, ein Level up und dann einmal ein Skillpunkt auf Konstitution, dann kann er das Schild nehmen. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist genau derselbe Streitkram, okay. Verdammt, ihr seid es wirklich, oder? Korporal Taha? Ja, geht es euch gut?
Ja, ich... nur ein paar Kratzer. Wo ist die Bürgermeisterin? Ist sie in Sicherheit? Ja, und sie bereitet die Karawane für die Flucht nach Immerlicht vor. Sie hat uns gebeten, die Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen. Gut, das ist gut. Dann werden wir euch helfen. Vorwärts, Männer! Zeigt diesen Soldaten, was es heißt, sich mit uns anzulegen. Vorwärts! Ja? Klingt gut. Alles klar. Gehen wir mal nach da oben. Erstmal hin, je nach da. Ah, das ist sogar die Bürgerwehr. Und hier ist auch nochmal die Bürgerwehr. Okay, wir dann mal nach oben. Vielleicht war das eben auch die Bürgerwehr da unten. Ja, das war doch. Auch wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit auch schon die Bürgerwehr mal befreit. Und die Dorfbewohner hier noch nicht. Aber die, ich habe doch alle Leute. Ich habe doch, naja, gut, fast alle Leute habe ich doch eigentlich im Farlormsheim gilt. Also. Die können doch eigentlich gehen. So, hier ist noch was. Na schön. Ich mag den Blizzard, der ist toll. Na, sieh mal einer an. Korporal Tahar, ihr seid's wirklich. Ich hatte da so ein Gefühl, dass wir euch wiedersehen würden. Diese Bastarde haben die Bürgermeisterin entführt. Wir müssen... Sie ist schon in Sicherheit. Wir sind hier, um die Dorfbewohner zu befreien und zu der Karawane zu bringen. Ach, richtig. Immerlicht. Dann fliehen wir also? Gut. Ist vermutlich das Vernünftigste. Trotzdem, wir schließen uns euch an. Ihr werdet Unterstützung brauchen können. Ja, immer doch. Ha? Ja. Hier ist so. Ist so aus wie. Ah, nee, es ist ein 4 hier. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Hier müssen wir da runter. Nehmen, glaube ich, noch die hier unten mit und dann gehen wir ins Dorf rein. Verstanden. Wird gut außen rumgelaufen. Gut, warum nicht? Oh, 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 da sind sie schon. Okay, dann Attack, ne? Ich werde euch beschützen. Wie ist der Plan? Verdammt, noch eins. Für einen Moment dachte ich, das war's. Ihr seid doch der Korporal, oder? Der uns mit dem Ork-Problem geholfen hat. Ja, ich habe die Bürgermeisterin befreit und sie bereitet gerade die Wagen für die Flucht nach Immerlicht vor. Wir sollen die Dorfbewohner in Sicherheit bringen. Oh, freut mich, das zu hören. Dann helfen wir euch. Geht voran. Yeah, optional ist abgeschlossen. Jetzt haben wir hier beschützt die Dorfbewohner. Clara darf nicht sterben. Aha. Das heißt also, dass die sterben könnte. Was? Okay. Da lang? Wir sind aber auch noch mit den Dorfbewohnern. Also wir müssen dich ja beschützen. Da drüben, Dorfbewohner. Erzählen wir ihnen von Claras Plan. Interessant.
Bleib hier. Nochmal. Moment. Ihr seid Tahara, oder? Der Korporal, der die Orks zurückgedrängt hat. Ja, ihr müsst fliehen, und zwar sofort. Clara Farlon wartet im östlichen Kriegslager auf euch. Sie kümmert sich gerade um die Karawanen für die Flucht nach Immerlicht. Verstehe. Ist es sicher? Sind die Wege frei? Ja, jetzt geht! Verdammte Rüstung! Wohin gehen die denn? Da lang, okay, gut. Schnell hinterher. Aber die Wege sind ja frei. Ja, die Wege sind wirklich frei. Also, wir haben ja hier alles geklärt. Also, da sollte nichts passieren. Vor allen Dingen, was für mich. Achso, wir müssen wahrscheinlich jetzt hinterher. Und müssen dann den Weg noch mitlaufen wahrscheinlich, ne? Und da müssen wir dann sie beschützen und dann. Sicher doch. Weiß ich nicht, kommen da irgendwelche Wellen an, triggern dann immer. Da lang? Wir werden hier einfach mal ganz langsam. Warum? Achso, weil hier schon der Seahawk ist. Ja. Bei denen. Ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Ist das nicht. War das nicht der Typ, den wir am Anfang. Der hier General war und den wir dann abgelöst haben? Die Stimme war so. War die quasi gewesen. Okay, machen wir nochmal F5. Die sind alle doch Bewohner, sind hier. Wir haben es quasi geschafft, dass alle überlebt haben. Und jetzt müssen wir das noch los. Also hier müssen wir jetzt noch losfahren, ne? Schauen wir uns das mal an. Der letzte Reisende ist eingetroffen. Gute Arbeit, Liebchen. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ist alles bereit? Ja. Und wir werden unverzüglich aufbrechen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl sagt, dass die königliche Armee noch nicht ganz mit uns fertig ist. Wir sollten mit Angriffen auf dem Weg von hier zur Grenze rechnen. Wie sieht's also aus? Seid ihr bereit? Einen Moment noch. Einen Moment noch. Gut, aber beeilt euch. So, denn F5, wir machen das Ganze nämlich in der nächsten Folge. Und, werden dann, ja, flüchten. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.